Hallo, schön, dass ihr mir zuschaut. Es ist ein ernstes Thema, wieder mal politisch. Wer das nicht hören will, schaltet bitte ab. Gestern wurde von der Bundesregierung beschlossen, Leopard-Panzer freizugeben und auch zu liefern. Was bedeutet das? Wir befinden uns eigentlich im Dritten Weltkrieg, wenn man die Sache ernst betrachtet. Die Amerikaner kämpfen gegen die Russen. Die Ukrainer haben damit nur bedingt zu tun, dass sie da sind. Und wir steigen ein mit den Panzern in den Krieg. Wir sind Kriegspartei damit. Und damit liefere ich gleich die Argumente, die gegen eine Panzerlieferung gesprochen hätten und nicht erwähnt werden in der Presse sozusagen. Wir werden Kriegspartei. Was heißt das? Das heißt, dass wir legitimes Kriegsziel sind nach dem Völkerrecht für die Russen. Die Panzer können hier schon bei uns angegriffen werden, die Fabriken können angegriffen werden, es können Raketen auf Deutschland geschossen werden. Das ist vollkommen legal. Und ich sehe das so, dass Putin bisher sehr vernünftig auch die Angriffe auf sein eigenes Land sozusagen ruhig gehalten hat und so getan hat, als ob das gar nicht stattgefunden hat. Denn die Panzer sind auch eine Offensivwaffe und die Amerikaner und der Ausführende, Herr Selenskyj, werden sicherlich versuchen, wieder Russland anzugreifen. Und auch die Krim. Ich hatte ja bei dem letzten Video auch über die Krim, hat man einiges gehört. Und über den Donbass sage ich hier auch noch etwas. Diese Gebiete sind sicherlich von Russen bewohnt, die Ukrainer sind, aber Russisch sprechen und von der Geschichte her Russisch sind und auch zu Russland gehören wollen. Und diese Leute wären beschossen von Westukrainern. Und das schon wesentlich länger, als der eigentliche uns vermittelte Krieg jetzt andauert. Und ja gut, ich habe diesen ein Video verknüpft. Und ich spreche von Dritten Weltkrieg. Es gab ja auch einen Zweiten Weltkrieg. Es gab einen Angriff auf Russland von Hitler und deutschem Militär. Und da waren auch die beiden Jungs meiner Großeltern, nämlich mein Vater und sein Bruder, mein Onkel, mit betroffen beim Zweiten Weltkrieg. Und der Onkel ist gefallen, nennt man das. Der wurde irgendwie erschossen oder was auch immer da war. Das hat eine, also für meine Oma natürlich, und für die Familie natürlich ein traumatisches Erlebnis. Mein Vater war verwundet und kam dann wieder zurück, und hat sein Leben lang mit diesen Projektilen im Hintern noch gelebt und hat, wie gesagt, uns gezeugt. Ich habe auch einen Sohn und ich wünsche mir nicht, dass der in die Ukraine geht und dort kämpfen muss. Das ist nämlich der nächste Schritt, der uns möglicherweise bevorsteht. Diese Art von Eskalation verurteile ich aufs Schärfste. Ich lese mal etwas vor. Ein Brief, den eben meine Oma bekommen hat. Ich zeige mal den Klaus Bleich. Da haben die extra so einen Rahmen. Ich zeige ihn noch mal von hinten. Ja, in der Nachkriegszeit war das alles so ein bisschen schwierig. Da hat der Opa hat das gesägt und hat versucht, das zu bekleben und hat diesen Klaus Bleich
Als Erinnerung stand er da immer und ich habe schon als Kind gemerkt, dass das also eine besondere Bedeutung hatte, sicherlich. Und mir sind dann später hier die beglaubigte Abschrift vom 26. Juli 1943 ist mir in die Hände gefallen. Sehr geehrte Familie Bleich, ich habe die traurige Pflicht, Ihnen den Heldentod Ihres Sohnes, unseres lieben Kameraden und Gefreiten Klaus Bleich mitteilen zu müssen. Er ist bei fairen Kämpfen am Donezk, also genau in der Ukraine, in der Ostukraine, am 17. Juli 1943 dann durch Kopfschuss gefallen und hat seine letzte Ruhe auf dem Soldatenfriedhof in Grotschawera bei Barschikowa gefunden. Meine liebe Familie Bleich, ich weiß, dass Worte in solchen Fällen kein Trost spenden können. Nein. Und dass sie mit ihrem Schmerz alleine fertig werden müssen. Trotzdem möchte ich Sie bitten, sich nicht in uferlosen Schmerz zu verzehren, da dadurch ja das Geschehene nicht rückgängig gemacht werden kann. Auch für uns ist dieser Verlust sehr schwer. Klaus war ein ruhiger, anständiger Charakter, ein guter Kamerad und ein außerordentlich tapferer Soldat, der furchtlos seine Pflicht tat. Das ist natürlich eine bestimmte Sichtweise für einen vollkommen sinnlosen Russlandfeldzug, wo 27 Millionen Russen gefallen sind, provoziert von Deutschland, vom Westen. Der war sicherlich tapfer, kann ich mir schon vorstellen. Wir werden seiner in stolzer Trauer gedenken. Er starb für Deutschlands Zukunft, für uns alle. Sein Tod wird uns stets Verpflichtung sein. Ja, und es ist mir auch Verpflichtung, das mal zu sagen, was das eigentlich bedeutet, was wir hier machen mit unseren Kampflieferungen und mit dem Einstieg in einen Krieg wieder gegen Russland. Und eins sage ich noch dazu: Die Russen haben das nicht vergessen. Wir haben es vergessen. Ich habe ein Video hinten rangehängt, 1943. Das fing aber 41 an und das ging zack, zack, zack nach hinten bis zur Krim und dann wieder zurück und Stalingrad und die ganze Geschichte über Jahre ging das. Mit Panzern und ganz tollen Waffen der damaligen Generation sozusagen. Bitte nehmen Sie von den Kameraden und von mir tiefstes Mitgefühl entgegen. Kurt Voigt, Kompanieführer, unterschrieben. Ich habe versucht, die Orte zu finden, wo er begraben ist. Das ist ein bisschen schwierig. Ich kann auch kein Russisch. Also. Aber ich finde es bezeichnend, dass er im Donezk gefallen ist. Ich wusste ja gar nicht, als Kind und auch als Erwachsener, gar nicht genau jetzt, wo der gefallen ist. Und was da eigentlich Sache war. Und was wir uns wieder anmaßen, jetzt in den Krieg zu ziehen. Und ist ja meine Art, manchmal so klug zu tun. Konfuzius. Ich denke, ein Chinese ist das, nicht? Ein chinesischer Gelehrter. Wer auf Rache aus ist, hoch, wer auf Rache aus ist, der grabe zwei Gräber. Und hier ist der Weise, vergisst die Beleidigungen wie ein Undankbarer die Wohltat. Wir sollten uns mit den Russen einigen und ihre Problematiken sehen und anerkennen. Denn es geht bei dem Konflikt, und da bin ich mir ziemlich sicher, es geht um eine NATO-Osterweiterung. Die Amerikaner wollen Raketenbasen direkt an der russischen Grenze bauen. Und darum wird gekämpft. Nur das, wenn die Amerikaner sagen würden, okay, das bleibt neutral, das Land, dann ist der Krieg zu Ende. Was tun die uns an?
Und ich bin nicht der Einzige. Ich habe ja einen Haufen hinten verknüpft sozusagen. Jetzt rufe ich das nochmal auf. Was man sich dazu anschauen kann. Die Amis hauen uns in die Pfanne von Herrn Hans A. Bernicker, auch ein Börsenguru, also ein alter Herr, der sehr lange schon politische und Börse beobachtet und seine Meinung dazu sagt. Ich höre auf den Bernicker mit der Geldanlage und fahre damit sehr gut, sagen wir es mal so. Bundesregierung ist ein Kriegstreiber. Da sind so verschiedene Sachen, die ich jetzt in dem Erklärungstext anhänge. Die Gewinner sind die Amerikaner, Zweiter Weltkrieg, Ostfront, ach so, das habe ich. Und die USA tun alles, um den Krieg zu eskalieren. Christian Greiß, aber auch hier Pierre de Gaulle, also der Enkel von Charles de Gaulle, äußert sich und spricht mal Klartext. Man kann sich das anhören, kann sich seine Meinung bilden. Ich halte das, was die Bundesregierung macht, für absolut fatal falsch. Aber sie werden sicherlich von den Amerikanern gezwungen. Und es war ja verknüpft mit dieser Panzerlieferung aus USA. Die Bedeutung macht man sich bitte klar. Wenn wir unsere Panzer liefern und die USA nicht, dann sind wir direkt da. Wir greifen ein in den Krieg, wir werden mit reingezogen und werden auf einmal ja, bombardiert und müssen uns wehren dann auf einmal und dann gibt das so eine Spirale und das ist das, sage ich mal, was die Amerikaner auch wollen. Denn ich glaube, sie haben zwar zugesagt, dass sie diese Panzer auch liefern wollen und dadurch hat ja Scholz ist ja eingeknickt unter dieser ganzen Last, aber ich glaube, die sind zu klug, um das zu tun. Das ist natürlich eine reine Spekulation. Gut. Ich denke, man kann aus dem, was ich da angehängt habe, mal etwas andere Stimmen wieder hören, die andere Seite einfach zeigen, die wir aus den Mainstream-Medien sozusagen nicht hören. Es ist also ein schwarzer Tag gestern. Und ich hoffe nur, dass das in irgendeiner Form irgendwie gut geht. Die Idee, die Krim wieder zurückzuerobern oder den Donbass und die Gebiete, ist keine gute Kriegsstrategie. Das ist fataler Irrtum. Ich meine, ich habe schon zu Anfang, hätte man schon die Sache abwenden müssen, aber ich sag mal, die Amerikaner sind daran nicht interessiert. Sie wollen die Schwächung Deutschlands, auch der Verbindung Deutschland-Russland. Das ist ihre Strategie. Das habe ich auch in einem Video gezeigt und das funktioniert. Das spüren wir mittlerweile. Ich merke es an meiner Gasrechnung, was das bedeutet. Okay, das war's erstmal. Schwarzer Tag. Das war ein schwarzer Tag. Okay, danke. Tschüss.